Habt ihr auch schon Frühlingsgefühle, sobald ihr das erste Grün sprießen seht? Also ich freue mich schon riesig auf die kommende Balkon- und Gartensaison und fange heute schon mal an mit dem Umtopfen erster Pflanzen. Dafür brauchen wir natürlich Erde und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Denn viele Blumenerden enthalten immer noch Torf. Ein Stoff, der aus Mooren stammt. Moore halten Unmengen Wasser in der Landschaft und sind ein effektiver CO2-Speicher. Außerdem sind dort seltene Tier- und Pflanzenarten zu Hause, wie Goldregenpfeifer, Birkhuhn, Hochmoorbläuling und Sonnentau. Ein erheblicher Teil des Torfs kommt aus den baltischen und russischen Hochmooren, die zu den kostbarsten Europas zählen. Durch den Torfabbau schwinden die letzten intakten Hochmoore und Unmengen an CO2 entweichen. Torfhaltige Erde hat also ziemlich schlimme Auswirkungen, doch zum Glück gibt es gute Alternativen. Erstens könnt ihr, wenn ihr einen Kompost habt, eigenen Humus für den Garten verwenden. Zweitens, wenn ihr keinen eigenen Kompost habt, geht zum örtlichen Kompostierwerk, denn manche Kommunen bieten dort auch torffreie Erde an. Drittens, haltet bei eurem nächsten Einkauf nach torffreien Erden Ausschau. Die Kennzeichnung torffrei oder ohne Torf ist dabei ausschlaggebend. Das Label Bio allein reicht leider nicht. Auch torfreduzierte Erden können noch sehr viel Moor enthalten. Und wenn ihr euch unsicher seid, nehmt doch einfach den BUND-Einkaufsführer für torffreie Erden mit.